Einen schönen guten Morgen aus Deutschland. Simon Geschke hier. Ich nehme euch heute ein bisschen mit auf ein Coronavirus-Videotagebuch. Und ich nehme euch ein bisschen mit durch meinen Tag. Ich bin gerade erst aufgestanden. Werde heute ein bisschen Chor machen hier zu Hause, da die Fitnessstudios geschlossen haben. Nichts Wildes, ein paar Kniebeugen. Und danach werde ich auch noch ein bisschen Radfahren gehen. Und ja, mal sehen, was der Tag sonst noch so bringt. Sind ja gerade schwierige Zeiten, man kann nicht so viel machen. Von daher schauen wir mal, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal Frühstück. Ja, so langsam werde ich wach. Kleines Geheimnis, ich bin nicht wirklich ein Morgenmensch, aber so langsam kann es losgehen. Ich habe mein Frühstück, Erdnussbutter mit Zuckerrübensirup, ein Cappuccino mit Hafermilch. Noch ein kleines Geheimnis, ich bin nicht wirklich ein Latte-Art-Spezialist. Und mein Müsli, was ich mir gemacht habe, zu meiner Verteidigung, es schmeckt viel besser, als es aussieht. Und so langsam kann es losgehen. Weiter geht's wie angekündigt mit einem kleinen Chorprogramm. Ich habe hier mein Gym ein bisschen aufgebaut im Wohnzimmer. Irgendwie weiß man hier zu helfen. Viel braucht man eigentlich auch nicht. Also ich zumindest nicht. Eine Matte, einen Ball, ein paar Gewichte, kleine Gewichte, die wiegen ja auch nicht viel. Und eins dieser Bänder und nicht wirklich meine Lieblingsbeschäftigung, aber. Ja, doch sehr sinnvoll, ein bisschen was zu tun, auch mal für den Oberkörper und nicht nur Rad zu fahren. Ja, das war es erstmal für mein Core-Programm heute. Ich wollte euch nicht langweilen, deswegen habe ich nur ein Set gefilmt. Ich habe natürlich ein paar mehr gemacht. Deswegen ist mir jetzt auch definitiv warm genug, um mich rauszubegeben. Ich habe erst überlegt, ob ich mich auf meinen Elite Smart Trainer setze. Aber ja, ich zeige euch mal, wie das Wetter draußen ist. Es wird ja zum Glück doch langsam Frühling. Und das Wetter sieht einfach zu gut aus, um sich nicht mal rauszubegeben. Also ziehe ich mich jetzt um und fahre eine Runde draußen, natürlich alleine. In der letzten Situation soll man ja keine Gruppenausfahrten machen. Und da halte ich mich natürlich dran. Ja, ich bin jedenfalls froh, dass es noch nicht so ist in Deutschland. Dass man drinnen bleiben muss, dass man rausgehen kann zum Sport machen, solange man alleine ist oder maximal zu zweit. Und von daher werde ich das jetzt ausnutzen und das schöne Wetter genießen. So, ja, da ich nur Flachfahren immer ein bisschen langweilig finde, bin ich auch. Hey, fahre ich immer ganz gern Bahnstiege und gut, der ist jetzt ziemlich steil, von daher muss ich das Handy vielleicht gleich weglegen. Aber ich wollte euch nur zeigen, dass man ja trotzdem immer mit einer schönen Aussicht belohnt wird. So, ich muss jetzt wieder mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Training ist geschafft. Ein bisschen gegessen habe ich auch schon und ich lag auch ein bisschen auf dem Balkon und habe mich gebräunt. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, wenn weniger Rennen sind, mal meine Radfahrerbräune zu entschärfen. Und die Nachmittage werden natürlich lang, von daher zieht es mich nachmittags immer auf meine Couch. Ein bisschen Snacks habe ich hier auch. Und meine Gitarren-Skills freuen sich auch, oder ich sag's mal so, die haben immer ein bisschen Übung nötig. Und so verbringe ich die Zeit ganz gerne zum Abschalten, nachmittags auf der Couch und übe ein bisschen. Und falls ihr das Griff erkennt, dann habe ich nicht komplett versagt. Und weiter geht's mit Kochen. Heute, ich habe ja trainiert. Essen immer wichtig für die Regeneration.
Proteine, Kohlenhydrate und so weiter. Ihr kennt das ja sicherlich. Und folgendes werde ich mir heute machen. Zuallererst kommt Kokosöl in die Pfanne. Dann werde ich Pinienkerne dazu tun. Frühlingszwiebeln, die muss man ein bisschen schnippeln. Die Paprika, die schnippel ich nebenbei und snack die so ein bisschen. Dann habe ich hier Kurkuma-Pasta. Hat 3% Kurkuma-Pulver. Daher 12% Eiweiß. Auch ganz nett. Kokosmilch kommt mit rein. Das ist für mich Sahneersatz. Die ist cremig, hat aber bessere gefällige Fettsäuren und logischerweise mehr Fett. Generell weniger Fett. Tofu werde ich noch würfeln und dazu hauen. Das ist schon mariniert. Schmeckt dadurch sehr gut. Würzen werde ich das Ganze auch noch. Und aus Erfahrung kann ich sagen, das schmeckt ganz sehr gut. Ja, das war's fürs Kochen und das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich ein bisschen zu stalken heute und nach wie vor, ich werde jetzt essen und wie gesagt, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause und genießt euer Leben. Ciao, Simon.